Moin Freunde und willkommen zu einer weiteren Folge von Formel 1 2017. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch bitte eine Bewertung da und viel Spaß. So Freunde, heute stehen wieder zwei Herausforderungen an. Wir haben wieder die Auswahl zwischen zwei verschiedenen. Einmal das Rennen in Bahrain auf der kurzen Strecke und die Checkpoint-Herausforderung in Belgien. Da wir aber schon oft mit dem Ferrari gefahren sind, würde ich gerne die Herausforderung in Bahrain machen. Mit dem 1992er Williams. Das werden wir heute angehen und dann gucken wir mal, wie das klappt. Und ich starte das Ganze. Hallo nochmal und vielen Dank, dass Sie heute bei einem der wenigen Events in diesem Jahr mit dabei sind, die keinen Einfluss auf die Weltmeisterschaft haben. Wir können uns also alle ein wenig entspannen und dabei zusehen, wie ein paar wundervolle Oldtimer auf der Strecke so richtig Gas geben. Das werden wir auch tun. Wir müssen mit dem 92er Williams durch den Bahrain International Circuit fahren und haben 5 Runden Zeit, die erforderten Leute zu überholen. Ich bin mal gespannt, ob das klappt und wir legen einfach mal los und schauen dann mal. Okay, kein fliegender Start, wir starten ganz normal. Mal gucken, ob wir das schaffen. Wir waren in der letzten Folge das Rennen gefahren in Suzuka. Und war dann da schlussendlich 9. geworden. War jetzt nicht so nicht so geil, muss ich sagen. Wow. Wow. Alter. Entschuldigung. Aber es kann ja nicht immer klappen. Oh, ich muss Claudia Schiffer vorbeilassen. Na komm, dann überhol doch, Claudia. Geht doch. So. Das hat uns jetzt natürlich ganz schön nach hinten geworfen. Aber sind wir schon echt... Wir sind schon echt Erster von unserer Gruppe. Wie einfach ist das denn gewesen jetzt? War zwar natürlich knapp. Ich hätte mir da auch alles kaputt fahren können. Aber gut. Wow. Komme ich weit raus? Naja, auf jeden Fall war das gestern nicht so geil. War ich nicht mit zufrieden. Aber es kann ja nicht immer klappen. Ich hätte ja dann... Oder ich werde bald dann das große Antriebs-Upgrade reinhauen. Und das dauert dann 6 Wochen. Das heißt, damit können wir dann erst in der nächsten Saison mitrechnen, mit dem Upgrade. Aber ich denke, das wird uns ein gewaltiges Stück nach vorne bringen. Und da bin ich echt gespannt, ob wir da dann noch mehr angreifen können. Teilweise hat es schon ganz gut geklappt. Wir waren auch teilweise schon auf der Pole und haben auch schon ein Rennen gewonnen. Aber es ist immer unterschiedlich von Rennwochenende zu Rennwochenende. Das war gerade nicht so geil gefahren. Okay, ich muss mich auf jeden Fall konzentrieren, dass wir hier noch die 3 Runden hinter uns kriegen. Oder die 4. 3,5 vielleicht. Die alten Autos sind echt nicht einfach zu fahren, denn mit denen kann man nicht so in die Kurven reinrutschen. Wie mit den neuen Autos. Also man kann in den Kurven nicht reinbremsen sozusagen. Wow. Nein, zu weit rausgekommen. Wir sind aber noch Erster von unserer Gruppe. Das ist ein bisschen glücklich gelaufen, eben am Anfang mit dem Start. Bei der ersten Kurve haben wir schon das ganze Feld überholt. Mit etwas Glück natürlich. Jo, jetzt haben wir schon 2 Runden absolviert, fehlen noch 3. Läuft ganz gut. Wir haben, glaube ich, den Vorsprung ausgebaut auf den hinter uns. Die vor uns, die brauchen wir nicht mehr beachten. Die sind in der Klasse höher. Die haben schnellere Autos wahrscheinlich. So. Diesmal schön rumgekommen. Diese kleinen Herausforderungen zwischendurch sind immer ganz cool. Ich mag die alten Boliden. Die machen wirklich sehr viel Spaß. Aber in der nächsten Folge werden wir uns dann wieder darauf konzentrieren, was wir in der Karriere machen. Dass wir mal wieder ein gutes Ergebnis einfahren. Wir hatten in Suzuka irgendwie Pech, das ganze Rennwochenende über. Im Qualifying dann mit dem mit der Runde, wo ich zu wenig Benzin hatte dann auf den letzten Metern. Und wir dadurch dann nur oder schon in Q1 ausgeschieden sind. Aber das wäre sowieso egal gewesen, denn wir hätten durch die Strafen dann eh nach hinten gemusst. Aber egal. Es ist vorbei.
und wir werden nach vorne schauen dann. So, noch zwei Runden. Oh, man muss echt aufpassen, dann nach der Kurve nicht zu früh Gas zu geben. Sonst schlittert er sofort weg. Upsi. Ja, so wie hier, ein bisschen. War nicht ideal gefahren, aber egal. Es läuft bisher nicht schlecht eigentlich. Na komm. Sehr schön, das Wetter ist auch top. Also alles kein Problem hier. Wir können gut mithalten oder gut den Abstand halten auf die anderen. Nach den Zweien, die hinter uns sind, ist eine riesige Lücke. Alter Schwede. Gut, dass wir da nicht zwischenhängen. So, nur noch eine Runde, Leute. Dann ist es schon vorbei mit der Herausforderung. Wenn wir jetzt nicht noch einen groben Fehler machen und uns kaputt fahren. Aber ich hoffe nicht. Wie viele Sekunden haben wir? 3,7 Sekunden mal Vorsprung. Ist okay. Das ist ein gutes Polster. Ja, das war gut. So, jetzt hier früh genug bremsen. Oh, wieder weggerutscht. Aber nicht allzu schlimm gewesen. Sehr schön. Ja, die Videos mit den Herausforderungen, die sind leider mal ein bisschen kürzer. Aber ich würde die gerne dann trotzdem als einzelnes Video hochladen und nicht dann noch vor das Training klatschen. Das wäre dann zu viel des Guten, finde ich. Gibt es halt zwischendurch mal ein paar kürzere Videos, ist ja auch nicht schlimm. Mittlerweile sind ja auch die generellen Karrierefolgen auch nicht mehr so lang, weil ich das im Qualifying und im Training schon ganz gut hinbekomme mittlerweile und brauche nicht so viel mehr fahren. Aber gut, wir haben es geschafft, Leute. Wir sind Erster geworden. Unser Ziel ist erreicht. Und das war's. Ja, nice, ne? Das ging echt gut. Das sind die Sieger. Wieder die Frau hat gewonnen. Die scheint echt oft zu gewinnen. Krass. Die hat man schon sehr oft da oben gesehen. Auf dem Podium. Ja, schön, ne? Sehr schöne Siegerehrung. Sie ist anscheinend aus Dänemark. Na komm her. So. Wir haben aber in unserer Klasse gewonnen. Und das soll es dann vorhin doch schon gewesen sein. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne eine Bewertung da. Und dann sehen wir uns morgen beim Training wieder. Und bis dann, Leute. Ciao.